Seid gegrüßt und willkommen zur 28. Episode meiner Graveyard Keeper Serie. Viel Spaß beim Zuschauen. Ich habe keine Ahnung mehr, was ich tun wollte. Aber ich denke, ich wollte hier noch einige Holzscheite fertigen. Damit wir immer genug haben, um zu verbrennen. Genau. Und ich wollte auch noch Holzplanken. War das Holzplanken? Ich weiß es mal wieder nicht. Egal. Wir stellen einfach alles her. Und in den Garten wollte ich. Und ich wollte Zwiebeln. Zwiebeln? Zwiebeln kaufen, genau. Denn die Zwiebeln brauchten wir, um die Säure zu machen für den Alchemisten. Oder rote Pflanzen. Oder irgendwie orangenen Schleim, wo ich keine Ahnung habe, wo es den gibt. Deswegen Zwiebeln. Aber da es gerade dunkel ist, ist es nicht so gut. Oh, ich sollte mal was zu essen herstellen. Kann ich hier wieder irgendwas machen? Da Stahlbahn, Stahlteile. Stahlbarren. Ach, Graphit. Oh, wo krieg ich denn nochmal Graphit her? Kohle? Nee. Graphit, doch, Kohle. Okay, ich muss unbedingt Kohle holen. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Ja, ich lege wieder alles ab und nachher muss ich wieder alles holen. So, wir schauen aber mal, dass wir was zu essen herstellen. Zum Beispiel keine Sandwiches. Fleischpaketrohe Aufschnitt. Warte mal, war das das? Oder Fleischpaket? Oh, man kann auch noch ein besseres machen. Also, okay. Tudup. Irgendwas habe ich jetzt falsch gemacht. Warte mal. Roher Aufschnitt. Hätte ich das direkt herstellen müssen? Boah, ich bin ja nicht aufgepasst. Hä? Nochmal. Roher Aufschnitt. Ach so, ich kann aus dem Fleischpaket rohen Aufschnitt machen. Okay. Dann mache ich das hier mal eben fertig, um mir ein neues Sandwich zu bauen. Also zwei oder drei oder vier. Wir nehmen aber hier einige mit, dass wir wieder 10 Stück haben. Oh, die Blumen, genau. Die muss ich noch zerstören, da unten drin. In meinem Handmixer, oder wie das Ding heißt. Das Salz kommt rein. Das Holz nehme ich mit. Oh, Fisch, da kann ich dem Typen endlich Fisch geben. Boah, also dem Bischof. Damit ich sein Quest endlich mal fertig habe. Was ja gar nicht lang gedauert hat. So, wie läuft's hier? Und wo kommen deine Erzeugnisse überhaupt hin, Typ? Davon. Na, die brauche ich ja gar nicht mitzunehmen. Ich kann ja alles, was ich da drin habe, auch von hier aus irgendwie benutzen. Fett, nee, das wollen wir nicht. Man braucht immer 5 oder was? Hä, ich verstehe das manchmal nicht, was man da reintun kann und was nicht. Schauen wir mal, was hier rauskommt. Irgendwas Grünliches. Gesundheitslösung, okay. Aber wieso kann ich... Oh, ich muss das jetzt untersuchen. Langsam habe ich das System verstanden. Boah, dass es immer Glaube kostet, das mag ich nicht. Ja, kann zerfallen im Puder. Aber wenn wir jetzt die Kirche verbessert haben. Okay, warum kann ich es denn immer noch nicht? Ach so, nee. Hä? Wenn das in Puder. Ach so, das ist. Okay. Dupdidu. Ich brauche ja noch dieses Destillationsgedöns. Und dafür brauche ich Dinge. Genau, die Steine und komplexe Eisenstücke. Gut, dann stellen wir das mal. Wir schauen erstmal, ob jemand beichten möchte. Nö. Oh, hier liegt noch ein Zettelchen. Ups. Aber wir können die Predigt halten. Und ich darf nicht vergessen, zum Bischof zu gehen. Oh oh.
Okay, wir gehen erst zum. Nee. Wir holen erst hier aus dem Keller das Gebet. Flüchtiges? Ehrliches, verdammt. Ehrliches. Oder können wir schon ein besseres herstellen? Kurz gucken. Ehrliches Gebet. Da, da. Oh. Ernsthaft? Ich hätte. Oh. Okay. Ich habe das jetzt dabei, ne? Gut, gut. Dann beten wir mal wieder. Gut, danach zum Bischof gehen und die Kirche verbessern. Bla bla bla. Kirche ist klasse, toll. Ja, werft mir euren Glauben zu. Los! Werde mehr! Okay, ja, Spenden, ja. Los, gib mir die Spenden. Oh, ich wollte auch noch diese irgendwas Schalen bauen. Ich will hier so viel tun und vergesse das immer. Acht Glaube, okay. Ja, Geld haben wir auch. Da, 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 da. Gib ihm den Fisch. Du bist mein Retter. Ich hoffe, das klang jetzt nicht blasphemisch. Haha. Ach ja, ich hatte ganz vergessen, dir zu sagen, dass du eine Bauerlaubnis brauchst, um hier Änderungen vorzunehmen. Und was diese Erlaubnis angeht, bist du auf dich gestellt. Ich versuche immer, mich so gut es geht aus dieser seelenlosen, gierigen. Was? Geht aus dieser seelenlosen, gierigen herauszuhalten. Was? Ich bin bereit, die Kirche zu verbessern. Ofa, wow. Das ging schnell. Ich bin kein Freund moderner Architektur. Hier ist es für meinen Geschmack viel zu hell. Aber unsere modernen Gläubigen werden es lieben. Glaube mir, in 10 Jahren werden einige von ihnen vielleicht sogar das Lesen gelernt haben. Was für verrückte Zeiten. Für wahr. Für wahr. Übrigens glaube ich, dass du die Spendenbüchse größer machen solltest und wo wir gerade von Spenden reden. Bist du dir bewusst, dass du ein rechtmäßiger Bürger sein musst, um Zeremonien in der großen Kirche vollführen zu dürfen? Nicht wirklich. Fuck. Oh, das habe ich wohl vergessen zu erwähnen. Kein Wunder, ich muss mich um so viele Dinge kümmern. Wahrscheinlich nicht um so viele wie ich. Zeig mir einfach eine Bescheinigung, dass du ein rechtmäßiger Bürger bist, und ich öffne dir die große Kirche. Neue Aufgabe. Nicht jetzt, mein Sohn. Wehe, der geht jetzt wieder. Da, 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 ba, 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 da, ba, ba, da, 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 ba, ba, da. Da, da, da. Gut, war wohl doch nicht wirklich notwendig. Wer außer mir sollte schon von deinem Bürgerstatus erfahren? Das ist nicht fair. Betrachte das Test. Ich stelle deinen Glauben auf die Probe, mein Sohn. Weißt du eigentlich, wie schwer es ist, jemanden zu finden, der meinen hohen Standards gerecht wird? Ah, du weißt es nicht, aber ich weiß es. Sogar mein Bruder hat mich enttäuscht. Aber diese Geschichte ist zu traurig, um sie zu erzählen. Ich möchte, dass du hier eine Kathedrale baust. Eine richtig große. Du und ich, wir werden eine großartige Zeremonie in dieser Kathedrale durchführen. Wir würden dafür beten, dass der Vimor-Fluss sich wieder mit Wasser füllt. Die Stadt stirbt ohne Wasser und ich werde die Stadt retten. Okay. Was brauchen wir, um eine Kathedrale hier zu bauen? Lassen Sie mich raten, ich brauche viele Dingsbums und viele Bumsdings. Was für ein schlauer Friedhofswärter du doch bist. Ich hatte wirklich ein gutes Gespür mit dir. Wie viele brauche ich genau? Mal sehen. Also 30 plus 10, und 3 im Sinn. Und dann noch 5. Und dann die doppelte Menge für beide Seiten. Und das sind dann. Moment, da habe ich mich verzählt. Sagen wir einfach 50 für die Kirche und 800 für den Friedhof. Wow.
Wow, 800, das scheint mir aber zu viel zu sein. Ja, da hast du re vielleicht recht. Nun gut, dann sagen wir 200. Gut. Was ist mit der Kathedrale in der Stadt? Warum können Sie die Zeremonie nicht in der Kathedrale in der Stadt ausführen? Nun, genau gesagt haben wir keine Kathedrale. Der Kirchturm unserer alten Kathedrale stürzte beim großen Knall ein. Wir konnten ihn nicht mehr reparieren. Kein Gebäude darf größer sein als der Königspalast. Aber hier draußen können wir eine Kathedrale mit einem richtigen Kirchturm bauen. Na dann. Was kann ich denn hier so handeln? Immer noch nichts Sinnvolles. Okay. Gut. Jetzt hat er mich ganz durcheinander gebracht. Da. Wie viel Glaube habe ich? 10 genau. Wir bauen dann kein neues. Warte mal. Wir können aber gucken, was man hier noch bauen könnte. Hier haben wir noch mehr Platz. Ja, toll. Wenn ich die Sachen jetzt mal auswählen könnte. Räuchergefäß. Polierter Stein. Wow. Polierter Stein. Ich muss auf jeden Fall Bergbau betreiben. Da. Oh, so viel zu tun. Okay, wir legen die Pflanzen ab, so gut es geht. Oh, die kann ich da auch ablegen. Sehr schön. Okay, Glaube und Gebet nehme ich mit. Das ist ja nicht so schlimm. Ja. Da. Ich hoffe, hier ist keine Leiche. Oh, fuck. Fast wieder vergessen. Habe ich das Holz dabei? Natürlich habe ich das Holz dabei. Die Holzscheite. Aber wir könnten den auch wiederbeleben. Und vielleicht fällt mir dann wieder ein, wo der andere. Moment, habe ich Zombiesaft dabei? Nö, aber hier Gesundheitslösung. Toll. Haben wir den hier nicht irgendwo? Nee, den müssen wir noch selber herstellen, ne? Okay, verbrennen wir die Leiche erstmal, kommt ja jeden Tag eine neue. 80% hat er schon. Oh oh. Nicht gut. Autopsie. Fleisch raus. Das brauchen wir. Oh, wir haben nichts gegessen. Was haben wir noch? Haut brauchen wir nicht, die Schädel. Die brauchen wir doch sicherlich für diesen Zeremonieraum. Blut? Ja, Blut brauchten wir auch für irgendwas. Ich weiß nur nicht mehr genau wofür. Ja, den Rest, den lassen wir mal drin. Dann gehen wir mal runter. Zack, legen dich hier hin und schieben dich erstmal weg. Und bauen hier wieder die ganzen Scheite auf. Oder auch nur zwei, drei. Bam, 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 bam. Und anzünden. Haben wir hier noch Holz dabei? Nee, oder? Nö. Das behalten wir, das nehmen wir. Ja, gut. Ja, jetzt geht er nach Hause, okay. Oh, ich war nicht beim Saatguthändler. Egal. Oh, hier habe ich auch Schädel drin. Interessant. Ja, Steine brauche ich auf jeden Fall. Gut. Graphit haben wir, dann können wir ja wieder Stahl herstellen. Stahlbarren. Gut. Haben wir hier auch was drin? Ja. Kohle und sowas brauchen wir. Gut. Oh, guck mal, das Fleisch ist fertig. Dann können wir wieder Sandwiches herstellen. 12 Stück? Nee, 6. Dann legen wir uns hin und beginnen den neuen Tag. Frisch gestärkt. Dann gehen wir also ein wenig Bergbau betreiben. Vielleicht ist mir bis dahin auch wieder eingefallen, wo ich den anderen Zombie hab liegen lassen. Ich hab den doch.
mit nach draußen genommen und ich wollte noch irgendwie Sachen mitnehmen. Ich schaue mal kurz bei Google nach. So, jetzt habe ich im Wiki nachgeschaut, was ich für das Zombie-Steinabbau-Gedöns brauche. Nämlich Planken, Nägel und eine Spitzhacke. Und für diese Porterstation, wo die Transport-Zombies dranhängen, dafür brauche ich zusätzlich noch Papier, was ich mir hier herstellen kann, und zwar an diesem Tisch. Ja. Oder auch nicht. Hä, wie stellt man denn noch Papier her? Moment mal. War das hier? Genau. Hat mich schon verwirrt. Wir brauchen nur zwei Stücke davon. Ich mach mal mehr. Das brauchen wir auch fürs Fleisch zum Verpacken. Und dann nehmen wir dich mit. Dann hätten wir nämlich einen Portier, also so einen Träger, und einen, der abbaut, wenn ich den wirklich da oben gelassen habe, wovon ich doch schwer ausgehe. Ich wüsste nämlich nicht, wo er sonst sein soll. Dupdi-dupdi-du. Oh, der liegt hier, verdammt. Kann ich den schieben? Perfekt. Du stehst doch nicht, oder? Du hast gelegen, oder? So, Planken. Oder sind es doch diese Balken? Boah, ich weiß es nicht, ey. Das sind die Balken, oder? Ja, doch, es sind Balken. Nee, wir brauchen 16 insgesamt. Okay, ich weiß, ich hätte nachschauen sollen, ob ich nicht schon welche fertig habe, aber warum auch? Man kann sie einfach herstellen. Nägel. Wir brauchen unbedingt Eisen. Sechs Nägel. Haben wir hier noch Nägel? Ja, wir hatten genug Nägel. Oh, davon hatten wir auch genug. Komm, nehmen wir ein bisschen mehr Holz mit. Und wir lassen die Sachen für die Nahrungszubereitung mal hier. Und das Blut auch, warum auch immer ich das mitgenommen habe. Ich habe keine Ahnung. Und guck mal, dass wir die beiden Zombies auch mitgetragen kriegen. Aber eigentlich sollte ich schnell mal zum Saatguthändler gehen, bevor der, ja, das geht ja nicht mit Abkürzung, bevor der weg ist. Denn dann kann ich, während ich da am Steinbruch arbeite, die Zwiebeln wachsen dann. Oh, kommt ja auch noch an. Okay. Wir rennen so schnell wir können. Oh, wehe, der ist schon weg. Er ist noch da, ein Glück. Handeln. Ah, ich bin noch gar nicht auf Rang 2. Oh, was kaufe ich dem denn jetzt ab? Oh Gott, ey. Boah, was weiß ich, Kohlsamen. Macht dieses glücklich? Immer noch nicht glücklich genug. Okay, Weizensamen oder Karottensamen? Karottensamen. Hä, wie viel braucht ihr denn noch? Was muss ich ihm denn noch antun, dass er mich mag? Der ist ja auf Null. Wie kriege ich den auf Rang 2? Will der mich verarschen? Grrr. Ach so, morgen. Okay.
Okay. Ich teleportiere mich aber zurück. Ruhestein benutzen. Zuhause. Dann eben nicht. Saatgut weg. Saatgut weg. Dupdi-du. Dann bringe ich euch jetzt erst. Ja, komm, ich gehe erst die Leiche verbrennen. Also ausnehmen und verbrennen. Okay, ich hätte das Blut mitnehmen können. Vergessen. Okay. Ah, wie kriege ich denn den Friedhof auch wieder aufgewertet? Oh Mann. Fleisch raus. Schädel raus. Blut raus. Leiche mitnehmen. Eben hier ablegen. Das weg, das weg. Habe ich alles? Ja. Mitkommen. Wie viel haben wir hier noch drin? Einmal bringt er noch, okay. Da. Ach so, wir haben ja schon fertig gebaut. Gar nicht gewöhnt, sowas. Also nicht fertig gebaut, aber schon platziert, dass es fertig ist zum Bauen. Anzünden. Kohle rein. Dann gehen wir mal wieder hoch. Eigentlich könnten wir uns wieder hinlegen, aber das können wir auch an der Kabine machen. Wenn wir denn dort ankommen. Hallo? Nimmst du mal den Typen hier auf? So. Schade, dass man den nicht hinterherlaufen lassen kann. Dass der irgendwas trägt oder so. Oh, abgerutscht. So, geht's, oder? Nach oben. Oh, hier sind gleich wieder die Fledermäuse. Ich hoffe, da komme ich gut vorbei. Keine Lust, gegen die zu kämpfen. Oh, wegen der Bienen muss ich auch mal schauen. Nee, wir müssen weiter hoch. Hi, Leute, alles gut? Oh, ist der wieder abgerutscht. Aber gut, dass hier keine Fledermäuse. Ah, es wird auch gerade wieder hell. Deswegen wahrscheinlich. War das hier der Weg? Ja, ne? Und angeln könnte ich mal. Oh, hoffentlich kriege ich den über die Brücke. Aber wenn nicht, muss ich den halt tragen. Gott, diese Rumgefriemelei hätte ich den echt lieber tragen können. So, dann kurz hoch. Und dann wieder links. Genau, hier gibt es die. Komm mit. Hier gibt es die Kohle. Also weiter nach Norden. Und hier ist ja diese Waldhütte, oder wie die heißt. Hoch. Beide Mitarbeiter hier hingebracht. Erfolgreich. Jetzt habe ich die getauscht. Okay. Jeder darf wohl auf meinen Arm. So, dann bauen wir doch mal. Ach, verdammt. Ich wusste, ich habe was vergessen. Dahin. So. Ja, das war ja super. Die Spitzhacke vergessen. Oh. Aber wenn wir schon mal hier sind. Ach so, ihr braucht Holzkeile dafür, genau, so war das. Warum? Und wenn ich mich damit jetzt wegteleportiere, habe ich das dann dabei? Interessant. Hof, Arbeitseffizienz 2%, was heißt das? Hier ist doch keiner, oder? Spitzhacke und Holzkeile. Spitzhacke. Machen wir direkt mal zwei. Können wir gar nicht. Okay, wir machen eine. Und Holzkeile. Kann man die hier machen?
Nee, dafür brauchte man. War das hier oben? Nee, wo mache ich denn Holzkeile? Hier dran? Oh, ganz viele Meißel und ich habe keine Ahnung, wozu ich die überhaupt brauche. Ohne bessere Rüstung. Komplexe Eisenstücke und. Okay. Politurpaste. Aber wo mache ich denn? Ich mache die hier an dem Dings, ne? Okay. Also Brennholz und daraus Holzkeile. Okay. Aber ist die Frage. Moment, Brennholz? Ist die Frage, brauchen die Zombies auch sowas? Oder machen die es von alleine? Man weiß es nicht genau. Boah, jetzt gehe ich nochmal hier hin. Holzscheite. Arbeiten und essen, arbeiten und essen. So, 90 Stück werden ja erstmal reichen. Zum Glück geht das ja schnell. Nicht. Oh, warte, ich habe ja noch eine Spitzhacke in der Truhe. Oder habe ich die verkauft beim Schmied? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich hatte die Idee zu verkaufen. Aber habe ich es wirklich getan? Okay, ich bin wieder überladen. Okay, Fleisch und das Eisen und so kann ich, oder Stahl kann ich ja schon mal ablegen. Stahl hier rein. Da. Ja, Salz und das Fleisch kommen mal hier oben hin. Salz hier hin. Das Fleisch da rein. Habe ich noch was? Da kommen wir nehmen mal ein paar Sandwiches mit. Irgendwas habe ich doch wieder vergessen. Haben wir hier eine Spitzhacke? Spitzhacke 1. Ich hoffe, das war Spitzhacke 1, was wir brauchten. Komm, nehme ich die auch noch mit. Haben wir dann alles? Wie weit ist denn hier der Teleportstein? Oh, geht eigentlich ziemlich schnell. Wir müssen Karotten nachlegen. Vielleicht ist der Teleportstein oder der Ruhestein, wie er wahrscheinlich heißt, ja schon durch. Oh, wir können dann auch eben kurz zum Farmer gehen. Ich denke, so war der richtige Name für ihn. Ja, lass mal eben ablegen. Brauche ich eigentlich nur Saatgut. Rennen wir da noch. Oh, da kommt er auch schon wieder angelaufen, der Esel. Ach ja. Also Zwiebeln kaufen. Ja, ich weiß, Esel, dass du da bist. Ich habe dich gerade vorbei laufen, traben sehen. Gut, zum Glück ist der Typ hier. War ja schon häufiger so, dass ich hier hingekommen bin und der einfach nicht da war. Linsensamen, Kürbiskern, Zwiebelsamen. Was zum Teufel? Nur ein? Wieso hast du nur einen davon? Was? Warum? Ich brauch doch die Zwiebeln. Zwiebelsamen. Hä? Ich verstehe das nicht. Warum ist denn das so wenig? Hä? Und warum steht da Minus? Hä? Ich bin total verwirrt gerade. Zwiebelsamen 51. Zwiebelsamen 51. Zwiebeln. Ich hab doch genug Geld. Hä? Kaufen? Hä? Warum kann ich das nicht kaufen? Und das auch nicht? Hä? Verstehe ich jetzt nicht. Das war ja wieder sinnvoll. Nicht.
Ruhestein ist fertig. Benutzen. Steinbruch. Mega merkwürdig. Was sollte das? Da, da, links, rechts ist doch scheißegal, oder? Zombie-Bergwerk, links, rechts, hä? Wo ist ein Unterschied? Achso, hier ist Marmor und da ist Stein, oder? Wir haben ja genug. Okay. Was immer jetzt da passieren wird. Ich hätte gedacht, die machen da irgendwas. Legen. Er ist jetzt da drin, richtig? Ihr werdet schon das Richtige tun. Wobei ich mir gerade nicht so sicher bin. Platz für Stein, das ist Platz für... Hallo? Eisenerzlager, Steinvorrat, ja, das wird das sein, das Eisenerzlager, ja, das Eisenerzlager. Laternennetzwerk, wofür ist das eigentlich? Platz für Laterne. Warum? Wozu? Transportstation haben wir ja. Aber warum? Ach Gott. Genau. Das lassen wir mal. Gut, ich wollte aber... Wo war denn... Hier ist Eisen. Eisen und Kohle brauche ich. Okay, Eisen kann man so abbauen. Gut. Dann hacken wir mal ein wenig Eisen. Warum kann ich nicht weiter? Ach so, ich habe zu viel Sachen mitgenommen. Ich war ja etwas übermütig. Bei den Materialien. Okay. Nehmen wir das hier mal mit. Er bringt es direkt weg. Stimmt, ja. Das ist super. Was ist das denn? Ein Silbernugget. Okay. So aufwendig. So lange draufhauen. Aber er bringt mir ja alles. Dann noch nach der Kohle schauen. Vielleicht sind die Laternen dazu da, dass die Monster nicht angreifen, wenn man hier durch die Gegend läuft. Also, dass man immer beleuchtet ist und so. Könnte ich mir vorstellen. So, wir sammeln jetzt hier erstmal Kohle. Dann können wir wieder Graphit herstellen. Bis dahin müsste auch das Eisen angekommen sein. Schön. Wenn euch diese chaotische Folge heute gefallen hat, bewertet doch mein Video. Und damit ihr keine neue Folge verpasst, abonniert meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal.